Gold kommt gut rein. Wir haben langsam genug Priester. Und Castor kann sich hier oben auch gerade noch so halten. Vor allem da Castor, glaube ich, von ja, getäuschten Atlantern angegriffen wird. Wo steht Castor eigentlich gerade? Da steht Castor. Also ja, nochmal zur letzten Mission. Okay, die laufen jetzt alle definitiv außen rum. Werden dabei schön von meinen Priestern da oben bombardiert. Die ich mal alle auf defensiv setze. Während Prometheus hier, also der Titan des Prometheus. Unbesiegbarer Titan des Prometheus. Der Sohn des Titan Iapetus wurde als Sterblicher geboren. Er formte die Menschheit aus Wasser und Lehm und Athene hauchte den Geschöpfen später Leben ein. Nachdem er auf Seiten des Zeus gegen die Titanen gekämpft hatte, überlistete Prometheus den Göttervater, sodass dieser die Knochen der Tiere als Opfer auswählte und die essbaren Anteile den Menschen überließ. Aus Rache zog Zeus der Welt das Feuer und brachte damit großes Leid über die Menschheit. Um die von ihm geschaffenen Wesen zu erlösen, stieg Prometheus zur Sonne auf, stahl ihr Feuer und brachte es zur Erde zurück. Wurde in Brand verurteilte Zeus Prometheus dazu, 30.000 Jahre an einen Felsen gekettet zu sein, während ein Adler täglich seine Leber verschlang, die über Nacht wieder nachwuchs. Weil er Zeus vor einer Prophezeiung warnte, die dessen Untergang vorhersagte, wurde er begnadigt und erhielt die Erlaubnis, seine Sterblichkeit gegen die Unsterblichkeit Chirons, dieser war zu ewigem Leid verurteilt, einzutauschen. Danach lebte er als Unsterblicher auf dem Olymp. Nach Poseidons Verrat an den Olympiern verbannte Zeus diesen Titan in den Tartarus, da er glaubte, dass der wissbegierige und hilfreiche Titan mit dem Gott des Meeres gemeinsame Sache gemacht hat. Ja, das ist also Prometheus. Die könnte ich jetzt nochmal upgraden. Könnte ich allgemein mit den ganzen Ressourcen, die ich habe. So. Wir verschieben die Goldproduktion nach da hinten. Können wir noch Priester oder so verbessern? Nö. Also ja, die Mission geht auch recht schnell eigentlich. Wir müssen nur 15 Minuten durchhalten. Jetzt sind es nur noch 8. Verbessern wir trotzdem mal Holzabbau und hauen noch ein paar mehr Dorfbewohner raus. Und machen mal wenigstens 8. Häuser. Du gehst weiter nach vorne, baust hier noch 3 Türme. Und du solltest eigentlich auch nach da oben, wo du am besten blitzen kannst. Und ja, der Titan von Prometheus, beziehungsweise Prometheus selber, der ruft immer mehr neue Prometer herbei. So. Du ganz nach vorne, Speerspitze bilden. Die zwei sind da hinten gut aufgehoben. So, die beiden Sachen noch. Da ist sogar noch ein Priester, den wir nach da oben schicken können. Also ja, da uns unser Gegner hier unten die ganze Zeit nur Prometer schickt, kommen wir mit den Priestern eigentlich sehr gut klar. Ich mache nochmal 5 Stück.
Inito, Tayu. So, und leg hier mal ein. Wobei Felder werden gar nicht benötigt. Wir haben so viel Nahrung, meine ich. Und wir brauchen eigentlich keine anderen Einheiten außer Priester gegen die ganzen Prometer. Hier könnten wir noch ein paar Priester und zwei Türme aufstellen. Das wäre vernünftig. Oder wir bauen da die Big Toy fest. Nein, das ist übertrieben. Vor allem, weil sie da kaum Platz hat. So, ihr werdet auch defensiv. Geht dahin. Was passiert eigentlich, wenn ich euch alle auf nicht angreifen stelle? Kampfverhalten ist passiv, ah. Sehr schön. Warum auch immer sich da jetzt auf einmal der Tooltyp verändert hat. Aber so bleiben sie wenigstens an der Stelle stehen, wo ich sie gern hätte. Ah ja. Sehr gut. In Wedge. Habe ich euch beide auch auf defensiv gestellt? Habe ich. Und wir haben nur noch 4 Minuten, die wir überstehen müssen. Komm, machen wir mal hier eine richtige Batterie aus den Türmen. Und gerne nochmal 5 Priester. Und nein, wir brauchen nicht mehr Tempel. Priester können wir so genug ausbilden. Hast du erreicht das mythische Zeitalter? Nebenbei Zitadelle. Wäre auch nicht schlecht. Und hier am besten auch noch upgraden. Und da kommen noch mehr Prometer. Und ja, man sieht, jeder Prometer teilt sich auf, sobald er stirbt, in solche Mini-Prometer, die Frucht des Prometheus. Die sind zwar nicht mehr so stark, aber sie sind dann nachher vielzählig. Und ja, der Titan, der steht wenigstens da oben nur rum und ignoriert uns. Also wenn ich mal versuche, ihn ein bisschen zu reizen. Sieht man, er regeneriert instant seine Lebenspunkte. Mit meinen Trabanten. Und er beschwört ständig neue Prometer. So, ich habe wieder 5 Priester. Die auch wieder auf Stellung halten. Und nach hier oben. Und weil wir es können, hier oben noch mehr Verteidigungstürmchen. Lalalala. Eigentlich sollte ich auch ein paar Monumente mal errichten. Ja, das ist, glaube ich, besser. So, ihr stellt euch da auf. Noch 2 Minuten. So, ihr geht da weiter sammeln. Und du stirbst einfach mal so. Gut, ich denke mal, so können wir es da ziemlich lang aushalten. Der Titan greift an, haltet ihn auf! Ja, wie sollen wir den bitte aufhalten? Der regeneriert sich instant.
Ich gebe am besten schon mal die drei Rocks. Genau deswegen Monumente bauen. Denn die Rocks, die kosten ziemlich viel. Gewittersturm. So, baut mir. Am besten baut ihr mir schnell die Monumente. Ich brauche nämlich schnell die Rocks. Denn jetzt wird langsam kritisch. So, noch ein Monument. Bilden Sie drei Rocks aus und schicken Sie diese zu Castors Dorfzentrum. Und wir kriegen einfach mal schnell einen Schub. Die Rocks hinüber zu Castor. Er kann sich nicht länger halten. Ja. Jetzt müssen wir nur die schnell zu Castor schicken, während der Titan gerade da oben meine ganze Verteidigung instant gekillt hat. In Wedge. And you? So, die Rocks fliegen. Mythische Einheit, Flugtransport eingreift. Null Angriff, verwundbar nur durch Fernkampfangriff. Betreten durchs Rechtsklick. Jo. Da kommen frische Priester gegen die Prometer, die noch auf uns zuwalzen. Und ja, Castor steht da gerade ziemlich allein, weil seine Armee da zurückgeblieben ist. So, die Mission ist auch erfüllt. Die hätten etwas höher fliegen sollen. Was habe ich getan? Dafür ist es ein bisschen zu spät. Ein Großteil der Truppen von Atlantis ist unter Krios Kontrolle. Mit so wenig Männern können wir nicht gegen sie und den Titanen kämpfen. Dies ist nicht der einzige Titan. Akantos? Vater, ich hatte keine Ahnung. Ich wollte nur das Beste für Atlantis. Grämt euch nicht, mein Sohn. Ihr müsst nun die Titanen bekämpfen. Kämpfen? Wie sollen wir gegen sie kämpfen? Das sind nur die niederen Titanen. Sie sollen die Tempel zerstören und die Anhänger der Olympia töten. Wenn dies geschieht, können auch die mächtigen Titanen entkommen. Es gibt also einen Titanen in Ägypten? Hm? Ja, und einer in den Nordlanden. Ihr habt dort Verbündete. Wir gehen zuerst nach Ägypten. Ja, schon wieder zurück nach Ägypten. Aber jetzt erstmal wieder Kampagnenmenü. Wir haben ja wieder drei Missionen geschafft jetzt. Worüber ich froh bin, dass es mal diesmal für drei Missionen gereicht hat. Nicht wie die letzten beiden Aufnahmesessions, nur jeweils für zwei. Und zwar haben wir die alte Reliquie abgeschlossen. Die Atlanter ziehen nach Ägypten, um Königin Amandra etwas Wichtiges zu nehmen. Königin Amandra, nicht König Amandra. Griechenland auf den Olymp. Castor geht nach Griechenland zurück, um zu beenden, was er angefangen hat. Nur leider landen wir dabei auf dem Olymp. Verrat bei Sikios. Das ist übrigens der falsche Titan hier. Während Griechenland zerstört wird, müssen Amandra und Ajax Castor retten. Ja. Tolle, wie heißt das nochmal? Ach, egal. Und Cerberus.
Königin Amandra kehrt nach Ägypten zurück, um das Land wiederherzustellen. Ja, und da kommt Cerberus als Titan ins Spiel, was ein bisschen komisch ist, weil Cerberus ist ja eigentlich der Wachhund der Unterwelt und kein Titan. Naja, gut. Das war's aber erstmal wieder für die Aufnahmesession. Ich mache jetzt einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.